Und nochmal große Kultur. Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit und Fairness. Große Themen in Beethovens Fidelio. Auch 200 Jahre später brandaktuell. Über 10 Jahre hat der Meister an seinem Werk geschrieben. Es ist seine einzige Oper übrigens. Heute Abend wird sie von der Deutschen Kammerphilharmonie aufgeführt. Mit einem prominenten Ulrich Tukur als Erzähler. Heute Abend in der Glocke. Matthias Siebert durfte bei den Proben zuhören. Der arme Beethoven, da komponiert er bis tief in die Nacht an seiner einzigen Oper. Und die Wiener, die mochten sie dann gar nicht bei der Uraufführung 1805. Zweimal musste er sie umschreiben, bis sie knapp 10 Jahre später endlich bejubelt wurde. Und da war der Meister schon ziemlich taub. Die Begeisterungsrufe konnte er wohl kaum noch hören und die Arien auch nicht. Es ist so ein ungewöhnliches Werk. Es ist auch sehr wichtig wegen des Themas. Es zeigt, dass Beethoven besessen war von Fairness und Liebe. Also von ganz vielen Dingen, bei denen wir nie geglaubt hätten, dass er sie selber in seinem Leben erfahren hat. Es ist ein Statement. Beethoven war völlig begeistert von der Französischen Revolution. Deswegen sollte Fidelio auch eine richtige Befreiungsoper werden. Eine, die sich klar gegen die Tyrannei von Despoten wendet. So wurde vor allem auch der Gefangenenchor besonders berühmt und beliebt beim Publikum. Bei der halbszenischen Fassung, die heute Abend in der Glocke gespielt wird, gibt es einen Erzähler für die Zwischentexte. Die Verse hat Walter Jentz vor 30 Jahren geschrieben. Und Ulrich Tukur spielt diesen alten Kerkermeister Rocco. Deswegen ist mir das jetzt eine wunderbare Gelegenheit, mal wieder in die Welt von Beethoven hineinzuschauen und mir das anzuhören und mal wieder also eine Oper richtig studieren zu können. Denn ich höre ja die Texte, ich kriege ja die Rezitative, ich kriege die Arien mit. Und das ist was Feines. Ich habe, um es nochmal zu sagen, ein leichtes Defizit, dass ich mit einer solchen Unternehmung auch etwas aufarbeiten kann. Da steht Fidelio, also rechts. Denn Fidelio ist ja eine Frau und heißt eigentlich Leonore. Als Kerl verkleidet, rettet sie ihren zu Unrecht eingekerkerten Mann Florestan. Die Sehnsucht nach Freiheit ist heute doch genauso groß wie vor 200 Jahren, als Beethoven die Oper schrieb. Dieser Fidelio ist auch der Abschluss des großen Beethoven-Projekts der Deutschen Kammerphilharmonie und ihres künstlerischen Leiters Paavo Järvi. Dies ist ein krönender Moment. Ich habe gerade neulich gedacht, ich werde die Beethoven-Sinfonien nicht noch einmal aufnehmen, auch nicht den Fidelio. Dies hier soll etwas ganz Besonderes bleiben. Ein größeres Kompliment kann man der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen wohl nicht mehr machen.